Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu meiner nächsten Shopping-Tour. Heute ist der Stapel wieder ein bisschen größer, dem geschuldet, dass neben so ein paar kleinen eBay-Sachen ich auch wieder mal neues Zeug gekauft habe. Die letzten Shopping-Touren, wenn ich mich richtig erinnere, beziehungsweise die letzte, da war ja nur eBay-Zeug bei, was auch nicht so teuer war und jetzt ist die Neuware von Panini wieder angekommen. Beziehungsweise ich habe auch ein bisschen bei Comic Culture gestöbert und da finde ich ja auch immer was in Braunschweig. Als allererstes geht ein Dank raus an meine Familie, meine Verwandten in Salzgitter. Shoutout. Dieses kleine Heftchen haben sie mir zukommen lassen. Aus einer Kellogg's-Packung von Nestle zum Film Batman vs. Superman. Ich habe keine Ahnung, wie viel es davon gibt. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Die Wonder Woman Edition. Ich schätze mal 3, höchstens 4 gibt's davon. Ist das ein Comic? Ich guck mal rein. Das hier ist schon mal zum Ausmalen bzw. zum Weiterzeichnen. In sowas war ich nie begabt. Weitere Rätsel. Ja, nochmal was zum Ausmalen. Was haben wir hier? Es sieht aus wie... Ja, da weiß ich nicht, was es ist. Ich hätte jetzt vermutet, es könnte im Finde den Fehler sein. Ist es aber nicht. ja, es sind alles tatsächlich nur Rätsel. Okay, aber trotzdem cool. Kriegt einen Platz in meiner Sammlung. Auch sogar mit Lösung hinten drin, ja. Falls man schummeln will. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich gehe über zu Oktober 2008. Comic Culture. Ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, oder vorletztes Mal in der Shopping-Tour, Justice Society of America, da habe ich die Nummer 1 geschnappt und er hätte noch die anderen. Diesmal habe ich mir zugelegt die Nummer 2 und die Nummer 3. Hier wird mit einer neuen Storyline begonnen von Johns. Und zwar Kingdom Come 2, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Ich war überrascht, als ich das auf dem Nummer 2er gelesen habe und habe dann geguckt, wie weit erstreckt sich das denn einfach. Die Nummer 3 betrifft es, die Nummer 4 betrifft es auf jeden Fall, die noch bei Comic Culture rumliegt, die Nummer 5 auch und ich glaube auch die 6, lasst mich lügen. Auf jeden Fall die ersten 4 nach der 1 bis zur 5. 6 weiß ich nicht so genau. Ich kann euch mal einen kleinen Einblick geben. Hoppala, hier wäre es fast runtergefallen. Der Start der Kingdom Come 2 Saga ist natürlich legendärer Comic, wo ich nicht weiß, inwieweit man da die Fortsetzung so umsetzen kann, dass sie dem Original gerecht wird. Also klar, wir haben Johns und Johns ist unseres Wissens nach eigentlich nie schlecht oder enttäuschend. Dazu haben wir auch Ross. Klar, hier, you see. Und es sieht gewohnt klasse aus im Inneren. Aber das sind wir gewohnt. Da, wo Johns dran arbeitet, da hat man auch klasse Zeichnungen. Ja? Ja, das sieht alles super aus. Ich freue mich sehr auf die Bände. Grüße auch an Dr. Faustus V3, der sich jetzt die ganze Reihe geholt hat. Ich würde mich sehr auf eine Review von dir freuen, mein Lieber. Ach, Mann, packe ich später ein. Also Band 3 haben wir hier noch im Angebot, hier taucht Gog dann auf, Gog erwacht heißt es, ein sehr cooler Charakter, wie ich finde, muss man mal was von gelesen haben. Und meine Lieblinge hier, Alan und Green Lantern, da war es wahrscheinlich schon wieder hell, ja, wenn zwei, Moment hier mal, Oktober 2008 und der nächste kam im Mai 2009. Das ist eine ganz schöne Lücke für so eine große Storyline. Gut, mich soll es jetzt nicht jucken, ich kann die Dinger weglesen. Da ist das in Ordnung. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier auch zwei Superman. Weiß ich noch nicht, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, also bei der Justice Society, das habe ich letztes Video schon gesagt, da kenne ich mich eigentlich noch gar nicht so aus. Wie da die Charaktere sind, wie da die Konstellation zwischen den Charakteren sind, habe ich noch keine Ahnung von. Und diese Serie ist auch ein Versuch zum Reinschnuppern. Aber wie gesagt, bei Johns, da muss ich einfach zuschlagen. Dann habe ich auch schon in den letzten Comic-Vorstellungen immer mal wieder drin gehabt, häppchenweise. Und jetzt habe ich tatsächlich die Nummer 1 bekommen. Tada! Catwoman 1, US-Serie, August 1993. Und wieder richtig, richtig cool Relief. Ja? Da fasst man doch gerne an. Das Cover an sich ist hammerklasse. Ja? Das ist auch ein bisschen härter von der Pappe her. Also man hat hier nicht dieses lose Papier, sag ich mal, dieses Flatterpapier als Cover genommen. Nein, es ist wirklich
Auch wegen des Reliefs natürlich ein bisschen härter, das ist ganz schön. Das Einstiegspanel ist der Hammer, muss man so sagen. Catwoman natürlich in meinem Lieblingsoutfit. Und, oh, was haben wir hier? Grüße an den Comic-Freak, wir haben Bane. Ja? Super cool, hatte ich so gar nicht mit gerechnet, dass der direkt auftaucht im ersten Heft hier. Wird uns da vielleicht so ein bisschen die Nightfall-Geschichte wiedergespiegelt. Man sieht da Batman am Boden liegen, hier nochmal für euch. Sehr cool. Ich freue mich so tierisch auf diese Serie. Ich fand die so klasse in den Dino-Nachdrucken. Hammermäßig. Nummer 1 auf jeden Fall. So, die stecke ich jetzt aber für euch mal vor der Kamera wieder rein. Sonst habe ich nachher so viel zu tun. Geschrieben ist das ganze Ding von zu dem Zeitpunkt noch Duffy, Belland und Dick Giordano. Giordano haben wir schon öfter gelesen, aber ich kann gerade nicht genau einordnen, wo das war. Später kommt Chuck Dixon ja in die Serie, da müssten wir auch gleich noch was von sehen. Die 2 war mit in dem Paket. Das Paket beinhaltete 4 Hefte. Ich habe 5,55 € gezahlt. Also die 1, die 2, die 5 und die 12. Die 12 habe ich leider schon als deutsche Veröffentlichung. Die ist nämlich in einem Nightfall-Band drin. Moment, das sagt uns gleichzeitig aber auch. Ja, nee, Moment, das war. Jetzt habe ich nämlich gerade gedacht, wenn Bane davor kommt und ich meinte, Nightfall war davor, aber die Nummer 12 ist ein Nightfall-Band. Nee, das ist bei Night's End, glaube ich. Also das ist schon weit, weit fortgeschritten. Ja, zur Klarstellung hier mal. Dann die Nummer 30 habe ich bekommen. Auch günstig. 1, 2 €. Mehr war das nicht. Ich finde es wirklich toll, so Serien nach und nach zu komplettieren. Besonders so eine Serie wie Catwoman, die mir von den Anfangstagen an so ein bisschen am Herzen liegt. Das ist dann immer ein ganz schönes Gefühl. Ein richtig, richtig schönes Cover hat die 48. Da ist Chuck Dixon nicht mehr am Werk. Momentchen, ich guck mal. Da war er noch am Werk. Also bei der Nummer 13 war tatsächlich Chuck Dixon am Werk. Und hier haben wir dann Doug Mönch. Ist natürlich auch klasse. Mönch lese ich richtig, richtig gerne. Und auch hier können wir mal reingucken. Der Stil hat sich mit Sicherheit etwas geändert. Ich meine, wir haben da jetzt zu Nummer 1 47 Ausgaben zwischen und 4 Jahre. Das hier, also das sind so wirklich die Illustrationen, die ich so gewohnt bin aus der Dino-Serie damals. Das ist so das Klassische, was ich kenne. Natürlich wieder mit viel, viel Werbung. Hier ein riesen Panel. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wo haben wir nochmal ein schönes Bildchen? Ach hier, ja, nochmal eine ganz klassische Werbung. Einfach mal, weil es auch mittlerweile als Gag benutzt wird. Hier. Mega cool, cool, ey, das ist ein Klassiker. Auch oft benutzt bei Family Guy zum Beispiel. Sehr cool. Ja, ich finde jetzt keine Hammerzeichnung hier. Also von den Zeichnungen ist das Heft hier, würde ich sagen, tatsächlich nur Durchschnitt. Allerdings stört mich das nicht, weil da hängen eigentlich so viele Erinnerungen dran an diesen schönen Catwoman-Heften in der Dino-Serie. Da stört mich das nicht weiter, um ehrlich zu sein. Mögen andere natürlich anders sehen, die vielleicht die Zeichnung innerhalb dieser Hefte bzw. innerhalb dieser Nummer 48 grandios abfeiern. Mein erster Eindruck, relativ durchschnittlich. Dann folgt noch die 53. Finde ich auch ein sehr schönes, rundes Cover, muss ich sagen. Dieser Rahmen gefällt mir sehr gut. Man hat hier wohl eine Beziehung zwischen zwei Charakteren, so wird uns vermittelt. Aber er hat Kratzer im Gesicht. Na, die Katze ist wieder wild geworden. 53. Ich glaube, die Serie, die geht bis in die 80er auf jeden Fall rein. Die ist lange gelaufen auf jeden Fall. Mal gucken, wie hoch ich da noch komme. Dann ebenfalls bei einem US-Comic-Kauf. Ich glaube, das war sogar mit ein paar Catwoman-Comics. Green Arrow mit Catwoman. Na klar. Ich dachte mir, wenn du schon mal jetzt so einen ganzen Haufen Catwoman holst, dann holst du auch das. Und das hier ist ebenfalls von Doug Mönch. Klar, Catwoman wieder richtig, richtig cool. Und da können wir auch mal reingucken. Das Ganze ist von Mai 94. Das Cover ist ein Brenner. Es ist unglaublich geil, finde ich. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Da habe ich nichts, aber mal gar nichts dran auszusetzen. Hoppla, nicht runterrutschen. Oh, hier haben wir sogar noch Werbung für Der Tod des Clark Kent, Tod von Superman. Ja, hier haben wir schon ein bisschen.
Das ist, man merkt auch wieder hier, Recycle-Papier. Das war bei dem Kettoman 48 ein bisschen anders. Das war schon ein Glanzpapier. Das sieht wieder sehr nach frühen 90ern aus. Beziehungsweise hier sind wir schon fast in der Mitte der 90ern. Wir haben Oli Queen. Super cool. Ich mag Oli Queen als Charakter einfach. Ich habe das erste Mal was von Oli Queen gelesen, also Green Arrow in Brightest Day, wirklich, wo er zurückkam. Das war eine Hammer-Serie. Und das hier sieht auch wirklich cool aus. Ne? Das gefällt mir zum Beispiel besser als eben das 48er-Heft. Auch wenn es älter ist. Es sieht einfach grandios aus. Guckt euch mal, oben rechts von mir ist es, den Oli Queen an mit der Schattierung. Wahnsinn. Cool. Einfach cool. Sehr geil, sehr geil. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. 1 Euro. 1 Euro. Das hatte B-Series letztens auch geschrieben. Wenn man Hefte für 1 Euro findet, das ist unglaublich befriedigend. Habe ich auch schon anders erlebt. Bald kommt auch wieder ein Catwoman-Heft. Da musste ich tatsächlich 6 Euro löhnen. Ich weiß nicht, ob es das wert war, aber ich wollte es dann in dem Moment unbedingt haben. Vielleicht hatte ich Glück, vielleicht wurde ich auch ausgenommen. Who knows? Dann. Ich glaube, die beiden waren jetzt auch mit dem Green Arrow zusammen. Ich hatte ja Robin 1 schon vorgestellt und für 1 Euro konnte ich dann einer anderen Coverversion als alter Sammler nicht absagen. Das hier war auch die erste Version des Comics, die ich so gesehen, verfolgt hatte über die Zeit jetzt, wo ich mich so ein bisschen mit den Altveröffentlichungen, älteren, alt kann man ja nicht sagen, befasst habe. Da war die andere Nummer 1, dieses holographische Relief-Cover, das war sozusagen für mich das Besondere und das hier war für mich das Altbekannte und deswegen wollte ich es dann auch haben. Und für 1 Euro, wie gesagt, kann ich schlecht Nein sagen. Auch klar, die Nummer 2, die war da direkt bei für 1 Euro, freue ich mich super drauf, besonders weil diese Robin-Serie ja auch sehr, sehr lückenhaft uns präsentiert wurde in sowohl Dino als auch vorher Carlsen. Daher finde ich das schon sehr schön. Auch weil das halt direkt bei Nightfall spielt, sowie auch das, auch wenn es nicht direkt in die Story eingepasst ist, so der grobe Rahmen ist halt doch schon Nightfall. Und ich glaube, das erstreckt sich auch die ersten 10, 11, 12 Hefte bei Robin in dem Rahmen. Daher finde ich das doch schon recht lesenswert, muss ich wirklich sagen. November 93, Dezember 93, coole Sachen. Wir gehen weiter. Das waren die US-Hefte. Jetzt kommt ein bisschen Panini-neueres Zeug. Batman 53. Zu meiner Verwunderung, ich glaube, letztes Mal in der 52 wurde uns im Titel suggeriert, dass Batman, also dass Bruce Wayne wieder auf Commissioner Gordon trifft, der ihn ja vertritt. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht in der Serie drin, aber das solltet ihr mittlerweile von mir wissen gewohnt sein. Ja. Sieht cool aus, besonders weil. Ah jo, da fällt mir jetzt erst wieder ein. Wir haben hier ein Annual abgedruckt. Annual 4. Ja. 10% Akku nur noch. Okidoki. Na. Ich weiß nicht, wie genau das zeitlich in diesen Gordon Run passt, beziehungsweise auch mit Bruce Wayne. Kann ich gerade leider nicht sagen. Allerdings finde ich das immer schön, wenn auch die Annuals abgedruckt werden. Hier hat man dann auch eine große Schurkenversammlung. Ich versuche mal. Ha, das Bild zu finden, das Panel. Super cool. Wir haben Clayface, wir haben Freeze, wir haben Riddler. Was will man mehr als Batman-Fan? Ich freue mich auf dieses Annual, auf jeden Fall. Das wäre wahrscheinlich auch so ein Ding, das könnte man mal außerhalb der Reihe lesen. Also für mich, der sich die aktuellen Stories aufspart bis zum bitteren Ende. Ja, dumm, ich weiß. Aber so bin ich halt. Ich lebe noch in der Vergangenheit bezüglich Comics. Das wäre sowas, ein Annual. Einfach mal zum Zwischendurch lesen. Das ist genau das Richtige eigentlich. Justice League 4 wird wahrscheinlich auch von vielen YouTubern jetzt demnächst vorgestellt werden. Viele feiern die Serie ab. Ich denke, auch mit der Serie wird man nichts falsch machen können. Besonders weil die jüngeren Justice League-Hefte, ich sag mal, was heißt jünger, komm. Schon die Dino-Veröffentlichung war grandios. Die habe ich komplett weggelesen. Das war richtig, richtig klasse. Mit der Justice League kann man wenig falsch machen. Man hat so eine Vielfalt an Charakteren, die alle klasse sind. Da ist für jeden was dabei. Da kann mir keiner erzählen, er kann die Justice League nicht abfeiern. So, I'm sorry. Letzte monatliche Veröffentlichung von dem Haufen hier ist Superman 53. Vandal Savage. Boah. Warum habe ich in letzter Zeit so viel von dem auf meinem Haufen? Ich kann ihn einfach nicht leiden. Jones ist jetzt raus aus der Reihe. Wir haben jetzt Park, Tomasi, Young, Jürgens, cool.
Cuda, den haben wir letztens auch schon irgendwo gehabt. Oliver and Sandoval. Sagen mir die wenigsten was von. Klar, Jürgens, Cuda, wie gesagt, gelesen. Tomasi sagt mir was, aber sonst. Der Start einer neuen Saga, die ewige Schlacht. Ich denke mal, wenn diese Saga zu Ende ist, dann befinden wir uns auch schon bei DC Rebirth. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Wie gesagt, nicht drin in der Serie. Ich. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Es tut mir leid, ich habe nur noch 10% Akku. Constantine, The Hellblazer, Finalausgabe leider schon. Back to the Roots, wir haben wieder einen sehr düsteren, einen sehr brutalen Constantine, weg von der New 52-Serie. Ich will euch aber trotzdem nochmal reingucken lassen. Wir haben Lord Neron in diesem Heft. So wird uns auf dem Klappentext vermittelt. Lord Neron, ich hoffe, das ist der Neron aus Underworld Unleashed, was ich ja bekanntermaßen unfassbar abfeier. So, ja, ich gebe jetzt mal zufällige Einblicke. Ja. Es ist ein bisschen, ja, wie meinte Stefan von Comic Culture, es ist süß gezeichnet, aber man hat seinen alten Hellblazer wieder. Finde ich ganz treffend. Also man hatte eben sehr viele bunte Panels. Finde ich allerdings als Kontrast nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag so kontrastreiche Dinge. Das passt da voll rein. Als nächstes, Shoutout an Mabugus Comic-Kiste diesmal. Schaut mal bei ihm rein, der hat deutlich mehr Abos verdient, als er bisher hat. Reingucken, super Videos. Eagle Moss Bände. Wir hatten irgendwie drüber gesprochen, in der Comic-YouTuber-Community. Und da meinte ich, ja, ich sammle die Marvel Hachette-Bände und bei der schnellen Veröffentlichung der Eagle Moss Bände, da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren und das kommt mir alles viel zu schnell und ja. Dann meinte er allerdings, ja, jetzt sind die New Gods raus und warum hast du das nicht als großer DC-Fan? Und dann dachte ich mir so, yo Mann, der hat voll recht. Dementsprechend New Gods Teil 1, New Gods Teil 2. Ich bin auf die New Gods damals gestoßen, auch in der Justice League-Serie von Dino. Als Orion Big Barda eingeführt worden, hatten wir noch einen. Ich glaube nicht. Mr. Miracle war in den Superman-Heften aufgetaucht. Also das war klasse. Die beiden waren wirklich cool. Und diese Hefte, ich glaube, da ist Orion ja auch in der Hauptrolle. Ich hab noch keine wirkliche Ahnung von denen. New Gods 1 bis 11 ist hier drin abgedruckt von Jack Kirby müsste es sein. Ne? Ja, ich denke schon. Super, super cool. Das ist halt echt ein Klassiker, den man in seiner Sammlung haben muss. Deswegen jetzt auch erschienen bei der Eagle Moss Collection. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Auch mal ein bisschen klassisches Material, was man gelesen haben muss. Marvel steht an. Ich hoffe, mein Akku reicht noch. Deswegen trenne ich das Video mal hier kurz, um dieses Video zu sichern. Alles klar, ich habe noch ein paar Prozent. Fear Itself. Marvel Monster Edition. eBay 7 € bezahlt. Ohne Versand jetzt eingerechnet. Fear Itself fand ich ein gutes Event. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich komplett gelesen, bis auf diese Monster Edition, weil die mir als Schüler einfach zu teuer war. Ich habe mal ein bisschen, ja, naiv ab und zu hier und da mal nach diesem Ding geguckt. Das war immer relativ teuer. Und jetzt, als ich gesehen habe, oh, Auktion ist noch relativ niedrig, musste ich einfach mitmachen. Was haben wir hier drin? Wir haben Fear Itself, Fearsome Four 1 bis 4, Fear Itself, The Deep 1 bis 4, Heroes for Hire 9 bis 11 und Dracula Throne of Blood 1. Oh, und Fear Itself Homefront 3. Jo, ist eine ganze Menge, ne? Ist eine ganze Menge. Also hier haben wir wirklich die. Ich will nicht von unbeliebteren reden, es sind die unpopuläreren Tie-ins. Das trifft es, glaube ich. Wir hatten zum Beispiel Fear Itself, da hatten wir schon mal was mit Dracula in einem Sonderband gegen Hulk. Auf jeden Fall war das Ganze ja losgetreten von der Tochter des Red Skull, wenn ich mich richtig erinnere, zusammen mit Odin. War wirklich klasse damals für mich. Und jetzt habe ich endlich das letzte Stück in meiner Sammlung. Sehr, sehr cool. Schöner Umfang, das sind 276 Seiten. Freue mich drauf. Es geht weiter mit Marvel. Unfassbar viel Marvel. Unfassbar viel Marvel. Es sind genau zwei Bände. Naja, zweieinhalb. Deadpool Killer Kollektion 8. Da bin ich auf dem Laufenden. Kelly und Woods. Deadpool ist halt für mich immer ein Must-Have, seitdem die Panini-Serie damals lief.
bis dass der Tod uns scheidet. Was haben wir hier drin? Die US-Hefte Deadpool von 97, 28 bis 33. Das Cover finde ich ausgesprochen cool, muss ich sagen, mit diesen Mumien. Hat was, hat was. Finde ich echt cool. Kleine Story am Rande vielleicht dazu. Vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Die Dinger habe ich im Bonner Comicladen in der US-Veröffentlichung gesehen und dachte mir, puh, echt cool. Die bringen alte Deadpool-Sachen als Reprint raus. Nimmst du mal mit. Hat das Ding schon in der Hand und hab dann überlegt, Deadpool ist gerade so gehypt, wenn du Glück hast, kommen die Teile auch alle in Deutschland raus. Also. Bis zur Nummer 8 haben wir sie jetzt und ich denke, das wird auch noch ein bisschen fortlaufen, weil Deadpool ist halt wirklich beliebt. Finde ich aber auch gut. Finde ich gut. Deswegen kaufe ich die Dinger ja auch. Seems legit, ha? Super cool. Aber ich denke, da muss ich euch jetzt nicht groß reingucken lassen. Die Dinger sollten relativ bekannt sein aus den anderen Deadpool Killer-Kollektion-Veröffentlichungen. Ja, wie gesagt, 2,5 Marvel-Bände heute. Star Wars, Vader Down geht weiter, Nummer 14. Ich hatte euch schon mal das Comic-Shop-Variant davon gezeigt. Nachdem war ich irgendwie länger auf der Suche. Besonders weil diese Nummer 14 irgendwie wieder einen Fabrikationsfehler hat. Da ist tatsächlich diese Stelle hier sehr anfällig für eine bestimmte Wölbung, die auf vielen Heften auftaucht. Fand ich ärgerlich, deswegen habe ich recht lange gesucht und jetzt wirklich ein schönes gefunden. Da kommt wieder der Zustandsfetischist einfach durch und hat mich gefreut diesmal, dass ich wirklich ein heiles gefunden habe. Sehr schön. Das letzte Heft für diese Folge und mein Akku ist auch gleich leer. Bart Simpson Horror Show Nummer 20. Wir sind schon 20 Jahre dabei. Mein erstes Bart Simpson Horror Show war die Nummer 5. So bin ich quasi auf zu Simpsons Comics gekommen damals. Es war vor 15 Jahren. Ich war mal krank und dann haben meine Eltern mir dieses Heft mitgebracht. Mega cool. Saugeil, Simpsons geil, Horror geil, was immer mehr als kleines Kind. Man hat hier zum Beispiel Anspielungen auf die Gremlins. Boah, was hatte man noch? Ich glaube, Godzilla war auch wieder eine Anspielung. Als ich so durchgeblättert habe, ganz naiv. Ich finde diese Dinger, auch wenn ich kein großer Simpsons-Heftleser bin, das ist ein Must-Have. Diese Horrorhefte, die gefallen mir einfach richtig gut. Besonders, weil man so viele Easter Eggs und Anspielungen hat, die auch noch alle aufgelöst werden für den Leser extra, so als ein bisschen. Ja, als Luxus wirklich. Das ist einfach klasse. Ja? Mit Simpsons Zombie-Poster, das juckt mich jetzt nicht so. Zu den Dingern gibt es auf der Comic Action in Essen immer schöne Variants. Aus dem letzten Jahr, das habe ich. The Walking Dead, auch ganz tolle Anspielung. Dieses Jahr bin ich leider nicht da, aber cool. Und mit dem Teil will ich auch diese endlose Shopping-Tour beenden. Leute, ich will gar nicht zusammenzählen, wie viel das jetzt gekostet hat insgesamt. Ich mach's doch. Wir haben 27 durch die beiden Bände. Plus 7 sind 34. Plus 17 sind 51. Plus 10 sind 61. Das wird ja schon wieder grandios teuer. Das hätte ich wieder gar nicht gedacht. 61 hatten wir. Der Hellblazer kostet 17, das sind 78. Ich werde das auf jeden Fall wieder beschleunigen im Video. Besonders, weil ich jetzt das Hellblazer jetzt nicht reinbekomme. Jetzt passt es, sehr schön. Zack. Wie viel waren wir jetzt? 78, ne? 78. Plus weitere 15 wären wir bei 93. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. 93 plus 1, 94, 95. 96, ja, sagen wir 97. 98, 99, 101, 106. Und dann kommen auch die beiden Justice Society-Bände dazu, die mich zusammen mit 15 gekostet haben. Da werden wir bei tatsächlich 121 flocken. Es ist ein teures Hobby für einen Sammler. Ach ja, gratis, vielen Dank. Es ist ein teures Hobby, aber was soll man tun? Hä? Es ist eine Leidenschaft. Und wozu hat man Hobbys, damit man Geld reinsteckt? So ist es ja nun mal. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid dran geblieben. War ja wirklich eine lange Folge. Seid gegrüßt, habt Spaß bei dem Video und bis zum nächsten Mal, euer Comic-Ian.